Ich stelle euch heute mein favorisiertes Rig fürs Karpfenangeln vor. Ich habe ungefähr vor 5 Jahren angefangen mit dem IQ D-Rig zu angeln, was mir sehr viele Erfolge beschert hat. Habe aber mit den Jahren herausgefunden, dass es mit einer viel einfachen Variante noch effektiver funktioniert. Ich denke, jedem ist das normale IQ D-Rig bekannt mit dem langen großen D. Und das war es auch eigentlich schon. Meine Variante ist etwas einfacher. Ich binde es jetzt einfach mal und erkläre euch, was da der Clou an der ganzen Sache ist. Ich nehme mir jetzt ungefähr 30 cm Fluorolink in 30 Lips. Dazu ein 4er Curve Shank und knote den mit einem knotenlosen Knoten an den Haken an. Das eine Ende durch die Öse, dann mache ich immer 7 bis 8 Wicklungen. Das reicht vollkommen aus. Das Ende wieder hinten durch die Öse zurück und dann einmal richtig schön festziehen. So, das ist der erste Step. Der zweite Step ist, ich nehme mir jetzt hier einen Mikro-Rig-Swivel, führe den durch das abstehende Ende und binde mir daraus so gesehen mein D. Immer ein bisschen Gefummel hier. So, den Swivel über das Ende. Das Ende zurück durch das Öhr. Ist immer ein bisschen knifflig. Wenn es nicht geht, schneide ich das immer so ein bisschen schräg mit der Schere an und dann geht es meistens. So, dann ziehe ich mir das Stückchen ein bisschen raus, flamme das mit dem Feuerzeug an und schon ist mein D fertig. Dann nehme ich meine gewünschte Länge und das Wichtigste an der ganzen Geschichte kommt jetzt, nämlich der Loop Knot. Der Loop Knot, der sorgt dafür, dass das Rig gerade unter dem Knoten heraustritt. Bei einem Schlaufenknoten tritt das immer so leicht schräg aus. Das ist wichtig für später, das erkläre ich gleich. In Loop Knot, ich mache eine normale Schlaufe, lege noch eine Schlaufe drum, die etwas kleiner ist. Das abstehende Ende führe ich zwischen beide Schlaufen und dann ziehe ich einfach die kleinere Schlaufe durch die größere Schlaufe zu und schon ist der Knoten damit gesetzt. Dann ziehe ich das einmal richtig fest und strecke damit gleichzeitig das Rig. Immer ein bisschen nass machen die Knoten und mal schön so ein paar Sekunden unter Spannung halten, dass es auch wirklich Zeit hat, sich zu strecken. So, das sieht gut aus. Dann schneide ich das eine Ende hier ab. Dann nehme ich mir mal ein Stück von einem Tail Rubber, ziehe das über die Schlaufe und kann so die Schlaufe in meinen Swivel vom Leader einhängen. So. Jetzt kommt das Wichtige, dass ihr hier in dem Swivel und mit eurer Schlaufe Spiel habt, dass ihr Bewegung habt. Weil wenn das Rig auf dem Grund liegt, damit sich das auch schön wegstrecken kann. Ich werde das jetzt mal eben kurz beködern und dann werde ich euch vorführen, was daran so besonders ist. Ich benutze das Rig überwiegend mit Waftern oder mit ausbalancierten Hakenköder. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Boilie dran nehmen, das funktioniert auch, da der Fisch den Haken ansaugt und der Haken dann nach unten fällt. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, ein bisschen Mousetrap, bisschen anködern. So, dass man immer schön hier die Hälfte hat. Einmal drauffädeln. Überprüfen, ob das passt. Ist ein bisschen zu lang. Ziehe ich noch ein bisschen dran. So, jetzt passt das. Einmal auf den Wirbel drauf. Ein Stück abschneiden und den Rest anflemmen. Und schon hält der Köder. So sieht das dann aus.
So, und ihr müsst euch vorstellen, ihr werft euer Rig aus. Der Köder ist schwerelos, das heißt, das Blei trifft als erstes auf den Grund. Das Rig, das sinkt ganz langsam zugrunde und steht dann letztendlich so überm Grund. Wenn der Fisch kommt und den Hakenköder ansaugt, dadurch, dass ich hier oben Bewegung habe, fällt der Haken immer nach unten, wie man hier ganz gut sehen kann. Der fällt immer nach unten. Ihr müsst euch vorstellen, der Fisch, der saugt den Köder an, der Haken fällt nach unten und wird immer sauber in der Unterlippe gehakt. Hier sieht man das ganz gut. Und genau aus diesem Grund verwende ich dieses Rig so gerne. Dazu muss ich sagen, ich verwende das Rig bei jeder Angelei, egal ob ich werfe oder auch mit dem Boot ablege. Aber im besten Fall benutze ich das zum Werfen, weil es sich halt einfach gar nicht vertüddeln kann durch dieses steife Vorfachmaterial.